Hier ist immer wieder dieses eine Thema aufgekommen, AfD-Verbot. Also da waren meinen Kommentaren ziemlich wütend, dass immer, also waren einige Leute ziemlich wütend, dass immer mehr Politiker in letzter Zeit ein AfD-Verbot fordern oder dass da so ein Verfahren eröffnet werden soll, obwohl das ja nicht mal bei der NPD geklappt hat und das letzte Parteienverbot ja aus den 50er Jahren ist und so eine große Partei wie die AfD niemals verboten wurde. Was ist denn deine Haltung zu einem AfD-Verbot? Also meine persönliche Haltung kann ich jetzt dazu nur sagen, weil ich weiß, dass es im BSW nicht ganz einheitlich gesehen wird. Also ich habe heute was gelesen von Herrn Grumbach, der meinte, man sollte zumindest drüber nachdenken. Ich bin, ich sage es ganz ehrlich, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, weil ich nicht, weil ich denke, dass die AfD kein Problem ist. Ich finde schon, dass sie ein Problem ist. Ich erlebe sie ja auch im Abgeordnetenhaus und ich glaube, dass sich viele Leute Illusionen machen, ehrlich gesagt, darüber, was sie von der AfD zu erwarten haben. Ich halte von der AfD gar nichts, aber ich sage auch ganz klar, also wer nicht will, dass die Leute die AfD wählen, wer will, dass die Leute stattdessen einen selber wählen, der muss den Leuten einfach einen guten Grund dafür geben. Also ohne wird es nicht gehen. Ich finde das unglaublich, zum einen, dass man löst das Problem dadurch, dass man halt die Partei, die man jetzt nicht sehen möchte, dass man die einfach verbietet. Nein, man muss eben auf die Leute hören. Und die Leute wählen einen dann wieder, wenn sie das Gefühl haben, ja, das, was uns beschäftigt, was uns ärgert, was uns stört, das wird gehört und das wird aufgenommen und ernsthaft politisch bearbeitet. Und solange man dazu nicht bereit ist, braucht man auch nicht hier mit Verboten oder so. Das sind Ersatzhandlungen. Also, um es zusammenzufassen, nein, halte ich für keine gute Idee. Ja, also danke für die Antwort. Das, wie gesagt, da wurde ich heute von einigen Leuten auch angeschrieben. Siehst du, was das BSW jetzt will? Weil hat diese eine Äußerung vom Krumbach, wo er ja nicht mal gesagt hat, ich bin dafür, sondern wo er irgendwas mit Prüfung gesagt hatte, so aus dem Ja, Kontext ich gerissen finde wurde, nicht, man aber. kann alles prüfen. Ich finde das ist jetzt auch nicht total falsch, aber also ich würde sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wir wissen nicht, wie die AfD sich noch entwickelt. Das muss man dazu sagen. Die AfD ist ja auch in den Laufe der Jahre, sag mal, immer schlimmer geworden, wenn man so will, also immer rechter. Und natürlich muss man das schon, also politisch beobachten, wohin sich das entwickelt. Das ist schon durchaus eine Gefahr. Wie gesagt, wir können gerne noch über die AfD reden. Aber ich finde, die viel größere Gefahr ist im Moment, dass die anderen Parteien einfach den Kontakt zur Bevölkerung verlieren und überhaupt nicht bereit sind, das aufzunehmen, was die Bevölkerung offensichtlich will. Und das ist eine Frechheit, um es mal so zu sagen. Und da ist dann wirklich dieses Draufhauen auf die AfD und Verbotsdiskussionen und so, das ist dann für mich wirklich eine Ersatzhandlung. Ja, vor allem, es ist ja schon ein sehr problematisches Demokratieverständnis. Da wird eine Partei, die jetzt andere Vorschläge hat, immer stärker. Was macht man als erstes? Lasst uns nicht über eine andere Politik diskutieren, sondern lasst uns darüber diskutieren, einfach diese Partei zu verbieten. Also das, also Ich ist finde es auch schon. eine gefährliche Tendenz, weil mittlerweile wird ja sehr viel verboten oder immer mal wieder vorgeschlagen. Also Nancy Faeser, da fragt man sich immer jeden Tag mal gucken, was heute verboten wird. Und viel oder auch hier im Netz, Digital Services Act in Brüssel. Also es wird sehr viel. Wir erleben nicht nur eine, sag ich mal, so eine schleichende Verengung des Meinungskorridors über eben einfach die Entwicklung des Diskurses, sondern auch, das ist auch begleitet von ganz handfesten Maßnahmen, die Meinungsfreiheit einschränken. Und da finde ich, muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich meine, BSW ist auch nicht beliebt bei den herrschenden Parteien. Und es ist nicht auszuschließen, dass irgendwann, vielleicht mal bei den Grünen, jemand auf die Idee kommt, ja, BSW könnte man eigentlich auch verbieten. Ja, die werden aus Russland gesteuert, also weg damit. Das Die ist werden aus dann Russland wahrscheinlich die gesteuert. Haben wir ja Begründung. schon gehört vom Bundeswirtschaftsminister, dass wir aus Russland finanziert werden und mit Trolls und was weiß ich. Also, ja, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, man staunt, was an Fake News und Desinformation möglich ist in Deutschland, wenn es aus der richtigen Seite kommt.